Und ja, seid herzlich willkommen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ihr könnt euch das Ganze auch hinterher nochmal anschauen. Dort wird nämlich der Screen, also der Bildschirm, was ihr seht, dieser rote Faden in diesem Fall, aufgezeichnet werden und meine Stimme dazu. Was nicht aufgezeichnet werden wird, meiner Meinung nach, ist das Bild von mir, ne? Das heißt, das seht ihr nur jetzt. Und ist der Chatverlauf. Deshalb werde ich alle Fragen, die von euch reinkommen, und alle Antworten auf meine Fragen, die reinkommen, noch mal durchlesen und vorlesen, damit ihr halt hinterher das auch alles noch mal sehen könnt und nachvollziehen könnt. Sehr schön, alles klar. Außerdem würde mich doch interessieren, aus welchen Städten ihr kommt. Die Laura hat es ja schon gesagt, aus Dortmund. Woher kommt der Ralf? Woher kommt der Jens? Das würde mich doch brennend interessieren hier. Wahrscheinlich wohnt kein einziger in Hagen, vermute ich mal. Ja. Nee, ich komme aus München. München, alles klar. Ja. Alles Städte, die noch schöner sind als Hagen. So. Sehr gut, sehr gut. Genau, Ralf kommt aus München. Jens ist nicht mit der Stimme zugeschaltet, kommt aus Erlangen, Nürnberg. Ja, kenne ich doch. Also Universität Erlangen. Da lehrt ja, glaube ich, Professor Könenberg, ne? Einer der Gottväter hier des Rechnungswesens, der Buchführung. So, alles klar. Wenn Fragen sein sollten, einfach rein damit, ne, per Stimme oder per Chat, wie ihr möchtet. Was ich heute mit euch vorhabe, ist gar nicht so sehr über konkrete Klausuren von Herrn Liedtgemann zu sprechen, das mache ich dann im Septemberkurs, sondern über die Systematik, die wir hier brauchen für die Bewertung, also die Bilanzierung. Ich hatte mir einige Klausuren auch eben nochmal angeschaut. Die Fragerei ist eigentlich immer dieselbe, ne? Und insbesondere das, was wir jetzt machen werden, fragt er immer wieder ganz gerne ab. Also, nämlich, wir haben, und diese Seite, die ich hier einblende, die schicke ich euch hinterher auch nochmal zu. Das heißt, ihr müsst sie nicht abschreiben. Ihr könnt es sowieso nicht abschreiben, weil es so viel ist hier auf einer Seite. Ne? Also, wir haben zunächst mal hier die Erstbewertung und die Folgebewertung. So, also, Ansatz, Ausfall, Bewertung, das sind die großen Themen. Das sind die großen Themen hier in Bilanzen. Und Ansatz stellt die Frage, muss ein Vermögensgegenstand überhaupt in die Bilanz oder ist es überhaupt ein Vermögensgegenstand? Linke Seite, Aktivseite der Bilanz oder handelt es sich hier um eine Schuld, will sagen Eigenkapital oder Fremdkapital? Schuld gegenüber sich selbst oder Fremdkapital will sagen Schuld gegenüber anderen. Und die Bewertung zerfällt in eine Erstbewertung und in eine Folgebewertung. Und beides müsst ihr also drauf haben. Erstbewertung ist Anschaffungskosten oder Herstellungskosten. Bitte auch Herstellungskosten sagen und nicht Herstellkosten, weil Herstellkosten ja internes Rechnungswesen ist. Ne? Und die Folgebewertung, die hat dann folgende Themen hier drauf, nämlich die Abschreibungen und mögliche Zuschreibungen. So, die Abschreibungen zerfallen wiederum in planmäßige und außerplanmäßige. Planmäßig und außerplanmäßige Abschreibung. Vielleicht kann uns die Laura oder der Ralf erzählen, was denn hier überhaupt der Unterschied zwischen planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen ist. Habt ihr Lust? Erzählt mal. Laura, erzähl mal. Da kann ich jetzt ehrlich gesagt gerade so auf dem Stegreif gar nicht so viel zu sagen, weil ich nicht so extrem in der Thematik gerade drin Macht bin. nichts, macht nichts, kein Ding. Also, die planmäßigen Abschreibungen sind nämlich, um die Anschaffungskosten auf die Laufzeit zu verteilen. Ne? Das, was man unter linearer Abschreibung kennt oder halt geometrisch degressiver oder so, das, was man auch aus internen Rechnungswesen hier gewohnt ist, das sind die planmäßigen Abschreibungen, meistens linear. Und die außerplanmäßigen Abschreibungen sind ausschließlich für den Katastrophenfall reserviert. Ne? Das heißt, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, Katastrophe, wenn die Lagerhalle abbrennt, wenn aber auch natürlich ein Werteverlust von Aktien hier plötzlich passiert, ne? Also Werteverlust einfach so mal passiert, Werteverlust bei Aktien, dann haben wir hier die Möglichkeit, das Wahlrecht oder die Pflicht oder das Verbot, je nachdem, wie man das sieht, außerplanmäßig abzuschreiben. Werteverlust bei Aktien wäre hier also ein großes Thema. Sehr schön. Außerdem ist gerade Silvia reingekommen. Silvia, sei willkommen. Herzlich in unserer Runde, in unserer elitären Buchführungsrunde. So, ne, das, was ich außerdem schreibe, müsst ihr nicht mitschreiben, könnt ihr zwar mitschreiben, werde ich euch aber hinterher auch dann nochmal zumailen.
ne, per Mail dann hier außer dem Rhein schicken. So, planmäßige oder außerplanmäßige Abschreibungen. Die planmäßigen Abschreibungen sind für das Anlagevermögen reserviert. Ne? Und die außerplanmäßigen Abschreibungen, die kennt man fürs Anlagevermögen als auch fürs Umlaufvermögen. Wer kann uns denn mal den Unterschied erzählen zwischen Anlage- und Umlaufvermögen? Dürft ihr alle gern mal hier reinschreiben. Zum Beispiel könnte jemand reinschreiben in den Chat, wo es steht, der Unterschied zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen. Oder hier erzählen per Chat oder per Stimme, was der Unterschied ist. Das wäre mal eine interessante Sache. So, jetzt seid ihr dran. Ich gebe euch mal 10 Sekunden Zeit. Das ist nämlich eine Frage, wo man gerne Fehler machen kann, wo auch gerne Fehler gemacht werden. Stichwort Unterschied zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen. Ja, genau. So, und das ist nämlich falsch. Ne, das, was der Ralf sagt, ist nämlich genau das, was die meisten machen. Also, wenn jemand einen Fehler macht an dieser Stelle, dann ist es genau dieser Fehler. Es ist nämlich nicht die Sache. Der Unterschied zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen steht vielmehr in dem Paragraphen 247 Absatz 2 Handelsgesetzbuch. Wenn ihr das Handelsgesetzbuch vorliegen habt, was ihr haben solltet, ne, könnt ihr das gerne direkt mal nachlesen. Anlagevermögen ist alles, was dazu bestimmt ist, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Und Achtung, dauernd ist nicht dauerhaft. Ne? Dauernd ist nicht etwa dauerhaft. Das ist also hier der Unterschied zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen. Das muss man absolut im Blick hier haben, ne? Als Unterscheidung, als Unterschied. So, bla 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 bla. Und hier also, was ich da unterscheide bei der Folgebewertung, Anlage- und Umlaufvermögen, ne, das muss man hier absolut drauf haben. So, genau, ich schaue immer so ein bisschen in den Chat rein, ne, ob da was reinkommt. Und genau, also wenn Fragen bestehen sollten, gerne immer rein damit. Ich freue mich hier über jede Beteiligung. Ihr seht ja schon, ne, ich nehme auch euch dran, auch wenn ihr nicht wollt. Aber so muss das ja sein, denn ich möchte ja gucken, ob das rüberkommt, was ich hier erzähle oder nicht. So, also, planmäßige Abschreibung. Die außerplanmäßigen Abschreibungen sind für den Katastrophenfall reserviert, ne? Anlagevermögen und Umlaufvermögen. Hier reden wir über das Niederstwertprinzip, und zwar das gemilderte Niederstwertprinzip, gemildertes Niederstwertprinzip, als auch das strenge Niederstwertprinzip. So sieht's aus. So, und das können wir dann auch nochmal hier im roten Faden dann uns anschauen. Düm, 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 düm. Einmal nochmal für die Silvia, du kannst auch später, den kriegt ihr dann auch nochmal hier hinterher zugemailt, diesen schönen roten Faden. So, und die Frage ist jetzt nämlich, genau, was geht hier ab? Planmäßige Abschreibung, hier ne, Stichwort lineare Abschreibung beispielsweise. Außerplanmäßig Abschreibung, allerdings gemildertes Niederstwertprinzip. Und ne, was ich hier dabei geschrieben habe. Das heißt, wir müssen uns jetzt darum kümmern, in einer nächsten Seite, um die Unterscheidung beim Niederstwertprinzip, nämlich gemildert und streng, was da so abgeht. Gemildertes Niederstwertprinzip und strenges Niederstwertprinzip. Gemildert fürs Anlagevermögen, streng fürs Umlaufvermögen. So, und zwar, wenn ihr mal ins Gesetz geht, wo in dem Gesetz steht eigentlich drin, wie die Bilanz aussieht? In welchem Paragraphen steht das im Gesetz drin? Das müsst ihr mal gerade so sagen. Die großen Themen Ansatz, Ausweis, Bewertung. Ne? Wir machen ja heute die Bewertung. Und der Ausweis, genau, das gemilderte Niederstwertprinzip, Frage von Ralf, gilt ausschließlich für das Anlagevermögen. Das ist völlig richtig. Ne, das gilt nur fürs Anlagevermögen und ist festgehalten im Paragraphen 253 Absatz 3, das gemilderte Niederstwertprinzip. Und da können wir mal reinschauen. Also die Frage, die ich allerdings eben gestellt hatte, wo steht überhaupt der Ausweis? Antwort 266 HGB. Da steht also die Struktur der Bilanz drin. Ne, wie die Bilanz aussieht. Da steht absolut drin, wie die Bilanz aussieht. So, alles klar. Und
Was ich also sagen wollte, es gibt drei Unterscheidungen des Anlagevermögens. Einmal die immateriellen Vermögensgegenstände. Immaterielle Vermögensgegenstände existieren. Außerdem gibt es das Sachanlagevermögen. Ne? Das, was ich da gerade schreibe, steht im 266 drin. Und es gibt das Finanzanlagevermögen. Das Finanzanlagevermögen, dafür gelten nämlich andere Regeln als für den Rest des Anlagevermögens. Das ist die große Sauerei. Und in einer Klausur, in einer recht aktuellen Klausur aus dem Jahre 2014, hatte Herr Littgemann da Aktienkurse vorgegeben, ne? Und dann natürlich von euch erwartet, dass ihr hier seht, Stichwort, gehört es zum Anlagevermögen, gehört es zum Umlaufvermögen und wie ist das dann zu bewerten? Das heißt, diese Sache hier mit dem Finanzanlagevermögen ist absolut wichtig für euch, für die Prüfung. Also, Finanzanlagevermögen und der Rest. Beim Rest ist es so, wenn wir Folgendes unterscheiden, wir unterscheiden zum einen die dauernde Wertminderung. So, und zum anderen eine nur vorübergehende Wertminderung. Wenn ihr was nicht lesen könnt, sagt Bescheid. Ne? Vorübergehende Wertminderung. So. Was sind Anhaltspunkte für die Bewertung von Finanzanlagevermögen? Wenn da steht Aktien. Ne? Wenn da steht Aktien, dann weißt du Bescheid. Aha, es sind entweder, wenn sie im Anlagevermögen gebucht werden, die Aktien, ist es Finanzanlagevermögen. Und wenn sie im Umlaufvermögen gebucht werden, ist es auch egal. Ne? Das Umlaufvermögen wird also hier nicht unterschieden. Und das ist die eine Version. So, und in der Klausur von 2014, ich weiß gar nicht mehr, ob es März oder September war, da hatte er gesagt, die und die Aktien werden kurzfristig gehalten, aha, Umlaufvermögen, und die Aktien werden mit Beteiligungsabsicht gehalten, aha, also Finanzanlagevermögen. Das ist der Unterschied, ne, den Herr Littgemann hier macht. Also das sind so diese Keywords, die ihr im Blick haben müsst. So, und hier ist es dann so, bei einer dauernden Wertminderung besteht eine Pflicht zur außerplanmäßigen Abschreibung. Pflicht zur außerplanmäßigen Abschreibung. Wenn also eine Wertminderung hier reinkommen sollte, dann haben wir bei dem einen die Pflicht und bei dem anderen hier allerdings ein Verbot der außerplanmäßigen Abschreibung. Verbot der außerplanmäßigen Abschreibung und Pflicht der oder zur außerplanmäßigen Abschreibung. Das ist hier dann die Konsequenz. So, und im Finanzanlagevermögen ist es allerdings anders. Da ist es so, dass wir bei nur vorübergehender Wertminderung ein Wahlrecht haben. So, vorübergehende Wertminderung. Vorübergehende Wertminderung. Und dauernde Wertminderung. Und hier haben wir ein Wahlrecht also. Und das ist nämlich das Entscheidende, was man halt wissen muss für die Prüfung. Das Wahlrecht zur außerplanmäßigen Abschreibung und hier die Pflicht zur außerplanmäßigen Abschreibung. Außerplanmäßige Abschreibung. So, weil das die entscheidenden Dinger hier sind. Hier einmal das nochmal farblich markiert, also die Pflicht zur außerplanmäßigen Abschreibung, das Verbot der außerplanmäßigen Abschreibung, das Wahlrecht und die Pflicht. Und wirklich hier hängt das da dran. Das hängt hier dran. Und ansonsten nichts. Ansonsten an nichts anderem als an diesem. So, das heißt, die Frage vom Ralf ist hier sehr, sehr wichtig. Ihr müsst gucken in der Klausur, ob halt Aktien dauernd also gehalten werden, ne, will sagen als Beteiligung, dann Anlagevermögen und insbesondere Finanzanlagevermögen oder ob sie im Umlaufvermögen sind, rein aus spekulativen Gründen. Im Umlaufvermögen ist es dann nämlich nochmal anders. Da unterscheiden wir auch dauernde Wertminderung und nur vorübergehende Wertminderung. So, chap, hier. Vorübergehend und dauernd die Wertminderung. Und bei einer vorübergehenden Wertminderung im Umlaufvermögen haben wir bereits die Pflicht.
Und deshalb nennen wir das auch strenges Niederschlagprinzip im Umlaufvermögen. Und bei dauernden sowieso auch Pflicht, weil sie ja schon bei kurzfristigen schon existiert, die Pflicht zur außerplanmäßigen Abschreibung. Ne? So sieht's aus. Und dann machen wir das hier nochmal farblich. Grün fürs Umlaufvermögen. Also hier Pflicht und Pflicht. Und außerdem gelb fürs Anlagevermögen. So. Und ja, gelb, da reden wir vom. Nee, habe ich schon, genau. Ich wollte nochmal aufschreiben, gemildert und streng, aber das habe ich ja schon oben aufgeschrieben. Ne? Also das müsst ihr absolut im Blick haben. So, jetzt kam gerade eine Frage rein, muss ich gerade nochmal gucken. Der Ralf fragt, ich weiß gar nicht, aus welcher Stadt der Ralf nochmal kam, aus München, ne? Nee, aus München kam der. Doch, der Ralf kam aus München, so war es. Also, das Unternehmen kann entscheiden, in welches Vermögen die Investition gebucht wird. Ja, jein. Und muss dieses gemäß dem Gesetz ausweisen. Also letzteres auf jeden Fall. Ne? Die müssen ausgewiesen werden, diese Vermögensgegenstände. Und richtig frei sind wir nicht. Richtig frei sind wir nicht. Wenn du eine Aktie kaufst, dann entscheidest du dich schon, ob du diese Aktie kaufst, dieses Aktienpaket, um dich zu beteiligen, dann ist es Anlagevermögen, oder um spekulativ tätig zu werden, dann ist es Umlaufvermögen. So, und natürlich kannst du ein bisschen versuchen, das Finanzamt hier ja, an der Nase herumzuführen oder das so ein bisschen zu steuern, was du eigentlich willst. Und ne, das nennt man Bilanzpolitik. Und ich sage mal so, wenn wir es ins Umlaufvermögen buchen, wenn wir also so tun, als würden wir uns spekulativ beteiligen oder spekulativ hier agieren, dann ist es ja so, dass wir bei nur vorübergehenden Wertminderungen schon abschreiben müssen. Also wenn wir uns partout ärmer rechnen wollen, dann würden wir es ins Umlaufvermögen buchen. Ne? So ist hier die bilanzielle Konsequenz. Also wenn man so ein bisschen betuppen will, ne, oder in die Richtung gehen möchte, dann würde man es eher ins Umlaufvermögen rechnen, wenn wir uns möglichst arm rechnen wollen. Und im Anlagevermögen würden wir uns Möglichkeiten weiterhin offen halten, uns reicher zu rechnen. So ist dann die Rechtsfolge hier. Ja. Aber dann würde ich doch alles nur ins Umlaufvermögen rechnen. Naja, es fliegt ja schon auf. Also ich meine, wenn du diese Aktien schon ein paar Jahre hältst, dann wird es ja schon auffallen, dem Finanzamt, ne, dass du dich sehr wohl beteiligen möchtest. Oder wenn du auf der Hauptversammlung der Tochter, die du kaufst, sehr wohl tätig bist und so weiter. Also das würde schon eher auffallen. Ja, ne, also das ist nicht so mal so eben dieser Fehler zu machen und der fällt relativ früh auf. Ja. Ne? Außerdem ist es nicht immer so, dass man sich arm rechnen möchte. Durchaus gibt es die Möglichkeit oder durchaus gibt es Interessengruppen, die daran interessiert sind, dass man sich möglichst reich rechnet. Und in der Klausur müsst ihr sowieso dann beides unterscheiden können. Ne? Der fleißige Student muss immer unterscheiden hier, rechnen wir uns arm oder rechnen wir uns möglichst reich. So sieht es doch aus. Na schön. So, das sind also hier die Sachen für das Niederwertprinzip. Und dann jetzt die nächste fachliche Frage. Was geht ab bei Zuschreibungen? Wofür sind Zuschreibungen da überhaupt? Ne? Und ich formuliere es mal klarer. Sind Zuschreibungen da, um vorhergehende außerplanmäßige Abschreibungen zurückzunehmen? Oder sind Zuschreibungen da, um vorhergehende planmäßige Abschreibungen zurückzunehmen? Das ist mal so die Frage. Ja. Das ist mal so die Frage. Planmäßig und das ist, hey, ich möchte es noch nicht verraten. Ich warte mal, dass sich noch ein zweiter beteiligt. Der Jens darf auch gerne was sagen. Laura, okay. Laura sagt planmäßig und Ralf sagt auch planmäßig. Was sagen Jens und Silvia? Und woher kommt Silvia überhaupt? Hat noch gar nichts gesagt. Und Jens enthält sich der Stimme. Also, ne, zwei Stimmen für das Falsche. Für das Falsche. Zuschreibungen sind ausschließlich dafür da, um vorhergehende außerplanmäßige Abschreibungen zurückzunehmen. Ne? So ist das. So ist das. Das heißt, hier machen wir uns so einen Pfeil dann da dran. Und Zuschreibungen sind, ja, da steht dann in der Klausuraufgabe, der Grund für die vorhergehende außerplanmäßige Abschreibung ist weggefallen, ne? Und deswegen muss dann zugeschrieben werden. Paragraph 253
Absatz 5, Satz 1, Handelsgesetzbuch. Wenn ich eine römische Zahl schreibe, meine ich einen Absatz. Wenn ich eine arabische Zahl meine und schreibe, meine ich einen Satz. Das ist also der Satz 1 und das ist der Absatz 5. Das kann man auch anders notieren, ne? Ich notiere das immer so, ja, nur dass ihr da Bescheid wisst, was ich eigentlich meine. Und das Entscheidende ist aber, dass hier die Zuschreibung ausschließlich die vorhergehenden außerplanmäßigen Abschreibungen hier konterkarieren und wegnehmen. So sieht's aus. So. Ja. Ne? Das heißt, ihr hattet euch geirrt. Aber das ist ganz gut, ne? Die Fehler sollen ja alle mal gemacht werden, allerdings nicht in der Klausur, sondern vor der Klausur. Deshalb, ne, dafür ist also ein Kurs hier auch da und auch der andere Kurs, den ich im September halte, nämlich Fehler einfach mal zu machen, das passt schon. So, okay, das also hier. Dann die Frage, was sind denn Anschaffungskosten? Ne? Wie sind Anschaffungskosten definiert und wo stehen sie? Paragraph 255 Absatz 1 und Paragraph 255 Absatz 2. Dort steht, was Anschaffungskosten sind. Und auch das muss man halt einfach mal drauf haben, sonst kommt man hier nicht zu Potte. Das ist also eine Frage hier der Grundsatzwerte. Ne? Und das habe ich hier aufgeschrieben im roten Faden an dieser Stelle. In dem Kurs im September, für das Ganze heute hier eine Kennenlernveranstaltung ist, habe ich natürlich viel mehr Seiten dann noch. Ne? Also die gesamte Veranstaltung dann hier in roten Fäden reingeballert. Also, die vier Positionen, die hier stehen, Anschaffungspreis, abzüglich Anschaffungspreisminderungen, zuzüglich Anschaffung und Nebenkosten und zuzüglich der nachträglichen Anschaffungskosten, das sind hier also dann die Anschaffungskosten. Ne? Genau. Ich habe geschrieben, grundsätzlich netto. Könntet ihr euch ein Beispiel vorstellen, wo es nicht netto ist, sondern brutto? Weil grundsätzlicher heißt, es gibt auch durchaus Ausnahmen. Hat jemand ein Beispiel an der Hand, wo man sich eine Ausnahme vorstellen könnte, wo also der Bruttowert genommen wird? Ja. Herr Littgemann fragt ja gerne auch Steuern ab und so. Jo, jo, jo. Ich lasse euch mal 10 Sekunden nachdenken. Wer hat ein Beispiel für, wo ein Bruttowert kommt? Ach ja. Kauf von Grundstücken? Nee. Ich meine nicht, du denkst in die falsche Richtung, Ralf. Ich meine nicht die Sache, wo hier Brutto und Netto zusammenfallen, ne? Sondern ich meine eher, wo es auseinanderfällt und wo man aber den Bruttowert aktivieren muss, hier in die Bilanz reinschreiben muss. Und die Antwort ist einfach dann, wenn man gar nicht vorsteuerabzugsberechtigt ist. Da gibt es eine große Liste in § 4 Umsatzsteuergesetz für Unternehmen, die oder für Umsätze, die man leistet, die man ja, schafft, die ohne Umsatzsteuer auskommen, ne, und wo ergo bei den meisten jedenfalls auch keine Vorsteuer abgezogen werden darf. Und das wäre hier ein Beispiel dafür, dass man eben brutto rechnen muss. Sehr schön, ne? Auch die Anschaffungspreisminderungen, Rabatte und Skonti. Und ganz wichtig, Skonto, ein Skonto, zwei Skonti, nur dann, wenn der Skonto auch in Anspruch genommen wird. Das ist immer so eine Schweinerei, ne? Da meint man als Student, ja, Skonto immer abziehen, hin und her, Pustekuchen. Skonto wird nur dann abgezogen, wenn es auch wirklich hier in Anspruch genommen wird, der Skonto, sonst eben nicht. Anschaffungsnebenkosten, alles was notwendig für den betriebsbereiten Zustand ist. Betriebsbereiter Zustand, das ist ganz entscheidend. Wer hat da ein Beispiel für? Wer hat ein Beispiel für Sachen, für Aufwendungen, die hier für den betriebsbereiten Zustand erst sorgen? Wir reden heute über sicherlich 40% des Buchführungsteils. Ne? Also ich würde sagen, in der Klausur, also von der Schematik der Klausur, sicherlich über 28 bis 30% der Klausur. Ne? Ohne Klausuraufgaben jetzt konkret zu machen, aber die Thematik, die wir heute machen, die ist halt ein großer Batzen bereits.
Schmierstoffe, nee. Genau, das, was die Laura gerade erwähnt hatte, das ist super, ja. Ne? Und zwar Maschinen aufbauen, Programme installieren, etc. Was notwendig ist für den betriebsbereiten Zustand. Wenn ich die Maschine nicht aufbaue, kann ich sie nicht nutzen. Ne? Der Zustand muss erst geschaffen werden, dass hier die Betriebsbereitschaft da ist. Und dazu gehören sicherlich Fundamentierungskosten, Transportkosten, aber auch Transportversicherungen. Ja? Und bei einem Grundstückskauf Notarkosten. Denn wenn ich die Notarkosten nicht zahle oder wenn ich die Grunderwerbsteuer nicht zahle, Grunderwerbsteuer, dann werde ich nicht ins Grundbuch eingetragen und habe insofern keinen betriebsbereiten Zustand für das Grundstück hier geschaffen. So sieht's aus. Jo, ne? Insofern, das ist eine ganz wichtige Sache an dieser Stelle. Sehr schön, was wollte ich erzählen? Das also hier für die Anschaffungskosten. So, und dann machen wir doch mal ein kleines Beispiel, was hier klausurrelevant sein könnte. Angenommen, wir haben also Folgendes. Wir haben Anschaffungskosten am meinetwegen so, 2.1.2016 einer Maschine hier von 1.000 Euro. 1.000 Euro. Ne? Und die Nutzungsdauer sei 5 Jahre. Nutzungsdauer sei 5 Jahre. Und der Zeitwert, der beizulegende Wert, genauer gesagt, handelsrechtlich, am 31.12.2016, der sei hier bum, 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 700 Euro. 700 Euro. Jo. Wie lautet der Abschreibungsplan im ersten Jahr? Oder ruhig auch im zweiten Jahr? Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5. So. Und jetzt müssen wir uns nämlich Gedanken machen über die Abschreibungen, planmäßig als auch außerplanmäßig, mögliche Zuschreibungen. Also ich schreibe mal hier Abschreibungen und zwar planmäßig als auch außerplanmäßig mögliche Zuschreibungen und dann der Restbuchwert. So, wie groß ist die planmäßige Abschreibung im ersten Jahr? Frage an alle. Wie groß ist die planmäßige Abschreibung im ersten Jahr? Das könnt ihr ja, Leute. Ihr habt ja schon den Studienbrief komplett durchgearbeitet. Und selbst wenn ihr nicht komplett durchgearbeitet habt, ne, richtig ist doch, dass ich eine Abschreibung hier linear mache, ne, steuerrechtlich linear, Paragraph 7 Absatz 1 Satz 1 ESTG. Und also 1.000 durch 5 einfach mal mache, 200 Euro. So, 200 Euro. Der vorläufige Restbuchwert wäre also 800. Jetzt steht hier allerdings 700 Euro. Und ne, wichtig ist, dass diese Wertminderung dauerhaft sei. Wertminderung sei dauerhaft. Das muss ich noch dabei schreiben. Denn sonst könnte die Antwort, die wir gleich haben, auch anders ausfallen. Sei dauerhaft. So. Und was geht dann ab? Was geht dann ab? Dann gehe ich doch hier in diese schöne Übersicht in der Klausur, ne, die ihr also dann unter dem Rock hervorholt. Das habe ich nicht gesagt. Das nehme ich sofort wieder zurück. Ich möchte euch natürlich nicht zum Pfuschen hier anstiften. Braucht ihr auch gar nicht. Also. Gehört die Maschine zum Anlagevermögen oder zum Umlaufvermögen? Wie würdet ihr das beantworten? Denn die Frage muss ich beantworten für mich, ne, in der Klausur. Anlagevermögen oder Umlaufvermögen? Bitte mal abstimmen. 4 Leute haben wir. Das heißt, entweder kriegen wir einen Patt oder eine deutliche Mehrheit. Wie stimmt die Laura ab? Der Ralf, die Silvia, der Jens? Na, ihr überlegt noch. Ihr überlegt noch. Auch das Erschließen des Grundstücks wären Anschaffungsnebenkosten, genau. So, lineare Abschreibung, genau. Ne, 200, ah ja, die Laura hat zum Anlagevermögen, der Ralf sagt auch zum Anlagevermögen, Jens auch zum Anlagevermögen. Und die Sache ist auch richtig, genau. Und die Silvia sagt auch zum Anlagevermögen.
wenn wir nicht mit Maschinen handeln, wenn wir nicht mit Maschinen handeln, dann wäre es Umlaufvermögen. Ne? Das heißt, ob eine Maschine dauernd dem Geschäftsbetrieb dienen soll, meistens tut sie das. Wenn wir mit Maschinen handelten, dann wäre es nicht zum Anlagevermögen gehörig. Okay, aber hier ist es so. Anlagevermögen, super. So, Finanzanlagevermögen, jetzt sind wir nämlich an dieser Stelle hier, ne? An dieser Stelle. Finanzanlagevermögen oder Sachanlagevermögen, Fragezeichen. Und die Antwort ist natürlich Sachanlagevermögen und nicht Finanzanlagevermögen. Und Maschinen, ne, sind ja nicht Finanzanlagen. Okay, Sachanlagevermögen. Und dann ist die Frage, ob wir hier eine dauernde Wertminderung haben oder eine nur vorübergehende Wertminderung. Und da ist ganz klar zu sagen, dass ja hier, ne, Herr Litzkemann in der Prüfung, beziehungsweise ich hier jetzt für diese Aufgabe, gesagt hatte, dass es eine dauernde Wertminderung sei. Übrigens, Herr Litzkemann könnte natürlich auch das nicht sagen, nicht explizit sagen. Dann müsst ihr gucken, ja, was ist denn bei der Bilanzerstellung dann richtig? Also 3-4 Monate später, ne, wenn wir die Bilanz erstellen, was ist denn da? Ist die Wertminderung dann immer noch vorhanden oder eben nicht? Naja, ne, um zu gucken, ob die Wertminderung von Dauer ist oder nicht. Hier sei sie von Dauer, ergo sind wir hier. Wir haben also die Pflicht zur Bildung einer außerplanmäßigen Abschreibung, offensichtlich, in Höhe von wie viel Euro? In Höhe von wie viel Euro? Das ist jetzt, ja genau, 100. Ne? Also 100 Euro schreiben wir außerplanmäßig ab, um dann hier zum Restbuchwert von 700 Euro zu kommen. So sieht das doch mal aus. So sieht das doch mal aus. Alles cool. Ja, und wie lautet dann die planmäßige Abschreibung in den letzten 4 Perioden? In den letzten 4 Perioden. Denn ich muss ja auf 0 kommen. Ich muss ja auf 0 kommen. Das heißt, es ist nicht richtig, hier einfach weiterhin 200 Euro abzuschreiben, weil 4 mal 200 Euro ja dann 800 Euro ergeben und ich bei minus 100 läge. Ne, 175, yes, genau. Also 175 Euro wäre dann hier der Abschreibungsplan für die restliche Sache. Ne, das wäre dann der restliche Abschreibungsplan. So könnte er natürlich fragen, er könnte dann auch fragen, wie ist die planmäßige Abschreibung in der 4. Periode? Ne, und wenn man das in der 1. Periode richtig gemacht hat, dann würde man das entsprechend dann so sehen. So sieht's aus. Ne, so sieht's aus dann hier zur Bildung dieses Abschreibungsplans, wo wir planmäßige Abschreibungen drin haben und außerplanmäßige Abschreibungen. Und damit zum Niederswertprinzip. So, wer kann uns denn mal, das war so das, die Sache von heute, allerdings, ne, wir haben noch ein bisschen Zeit, möchte ich ganz gerne noch was anderes klären, und zwar die Mutter aller Prinzipien. Was ist die Mutter aller Prinzipien des deutschen Handelsrechts? Vorsichtsprinzip. Das Vorsichtsprinzip, ne, und die Unterteilung ist hier das Realisationsprinzip und das Imparitätsprinzip. Realisationsprinzip und Imparitätsprinzip. So, das Realisationsprinzip. Wer kann es denn mal sagen, was das Realisationsprinzip bedeutet? Und wer nun das Imparitätsprinzip kennt, kann auch gerne schreiben, was das Imparitätsprinzip bedeutet. Und wer nur weiß, wo es steht, kann gerne auch schreiben, wo es steht. Also, lasst es krachen, Leute. Wer weiß was? Wer am meisten weiß, wird dem Herrn Litzkemann namentlich genannt. Nein, das war ein Witz. Ihr seid alle anonym hier. Na, die Frage ist also, was ist die Bedeutung des Realisationsprinzips und was ist die Bedeutung des Imparitätsprinzips? Das ist so die Sache. Aha, ja genau. Es dürfen nur Erlöse ausgewiesen werden, die auch realisiert wurden. Das heißt, nur realisierte Erlöse sind auch wirkliche Erlöse. Ne, das ist so. Die Frage, die sich dann natürlich sofort anschließt, wann ist ein Erlös ein Erlös? Ne, wann ist ein Erlös realisiert? Aber die Laura hat vollkommen recht. Ne, also nur realisierte Erlöse dürfen hier ausgewiesen werden. Und ein Erlös ist genau dann realisiert, wenn der Gefahrenübergang stattgefunden hat. Wenn also ein Lieferant, ich produziere Tennisbälle meinetwegen, und ihr holt die ab
Und wenn ihr sie abgeholt habt und euer LKW dann mein Firmengelände verlässt und dann der Blitz einschlägt in euren LKW und die Tennisbälle zerstört, na, ihr könnt natürlich noch fliehen und so, aber der LKW und die Tennisbälle sind kaputt, dann habt ihr ein Problem. Denn ich habe den Gewinn realisiert, ich werde darauf bestehen, dass ihr bezahlt, ne, obwohl ihr gar keine Tennisbälle mehr habt. Das heißt, da wäre der Ertrag realisiert. Wenn ich hingegen in der Nacht vorher sehen muss, dass der Blitz bei mir einschlägt und die Tennisbälle alle kaputt sind und ihr sie noch gar nicht abgeholt habt, dann ist mein Ertrag auch noch nicht realisiert. Dann muss ich nochmal produzieren, ne, und darf natürlich nur einmal hier die Hand aufhalten und nicht zweimal. Das heißt, ich hätte das große Problem, dass der Ertrag noch nicht realisiert war. Das heißt, Realisationsprinzip bei Gefahrenübergang. Bei Gefahrenübergang ist der Ertrag realisiert. Bei Gefahrenübergang. So, das ist also hier das Realisationsprinzip. 52 Absatz 1 Nummer 4 steht es drin, das Realisationsprinzip HGB. 252 Absatz 1 Nummer 4, ne, wer das nochmal nachlesen möchte, was ich euch empfehlen würde. Das Imparitätsprinzip. Spielt jemand von euch Roulette zufällig? Was heißt das Imparitätsprinzip beim Roulette und was heißt das Imparitätsprinzip im HGB? Gerne dürft ihr beides sagen oder eins davon. Ne? Pair und Ampere im Roulette und Imparität, das heißt ein Tick was anderes als im Roulette. Hat jemand eine Meinung? Hat jemand eine Meinung? Dum di dum di dum di dum di dum. Die Sache ist, ich muss mal gerade gucken, ob schon was kam. Nee, es kam noch nichts. Die Sache ist, es heißt Ungleichbehandlung. Das Wort, also im Roulette ist es ist es gerade und ungerade, aber hier ist es die Ungleichbehandlung. Imparität von Erträgen und Aufwänden. Erträge dürfen erst dann realisiert werden, wenn der Gefahrenübergang da war. Das heißt, Erträge dürfen nicht antizipiert werden. Ne? Verluste hingegen müssen antizipiert werden. Verluste müssen vorweggenommen werden, wenn sie schon drohen. Wenn sie schon drohen, müssen Verluste vorweggenommen werden. Und das schlägt sich zum Beispiel nieder im Niederswertprinzip, was wir heute gemacht hatten. Und zwar im gemilderten Niederswertprinzip fürs Anlagevermögen, als auch im strengen Niederswertprinzip fürs Umlaufvermögen. Ne? Sobald Verluste schon drohen, müssen wir sie antizipieren, müssen wir sie vorwegnehmen. Das ist hier gelebtes deutsches Recht. Und das ist auch typisch deutsch übrigens. Ne? Sich möglichst arm rechnen oder sich eher arm rechnen, als sich reich zu rechnen. In anderen Dunstkreisen, angloamerikanisches Recht beispielsweise, sieht das anders aus. Da würden wir früher einen Ertrag realisieren, als wir das in Deutschland täten. Also Niederswertprinzip ist hier die eine Sache, ist der eine Ausfluss des Imparitätsprinzips und Rückstellungen sind der andere Ausfluss. Weiß jemand, was Rückstellungen sind? Mensch, wir machen heute noch mehr, als ich vorhatte, von der Thematik her. Hat jemand eine Meinung, was Rückstellungen hier sind? Rückstellungen, Stichwort 249, dort sind sie kodifiziert, entstehen dann, wenn ich eine Auszahlung in der Zukunft wahrscheinlich habe und der Grund für diese Auszahlung, für diese wahrscheinliche Auszahlung der Zukunft heute bereits vorhanden ist. Ne? Und auch das ist Verlustantizipation. Das heißt, beim Imparitätsprinzip geht es um die Verlustantizipation. Verluste müssen antizipiert werden. Erträge dürfen nicht antizipiert werden. Verlustantizipation. So. Ne? Und bei Rückstellungen, meinetwegen, ihr rutscht auf einer Bananenschale aus und verklagt mich. Schaden heute passiert. Ja, und in 2017 werde ich diesen Prozess, der sich um die Bananenschale dreht und euer kaputtes Bein, wahrscheinlich verlieren. Dann muss ich hierfür heute bereits eine Rückstellung passivieren. Wie ist der Buchungssatz, jetzt, ne, ihr seht, wir wechseln in Aufgabe 1 der Littgemann-Klausuren, wie ist der Buchungssatz für die Bildung einer Rückstellung? Ach, ständig Fragen hier, Mann, Mann, Mann.
Ihr habt wahrscheinlich gehofft, dass ich heute einfach nur erzähle und ihr genießen dürft. Pustekuchen. Ich mache es immer so, dass ich die Leute einbinde. Ne? Hat jemand eine Meinung, wie der Buchungssatz ist zur Bildung einer Rückstellung? Kleiner Tipp, es kommt eine Aufwandsbuchung vor und es kommt die Buchung eines passiven Bestandskontos drin vor. Mhm. Aufgabe 1, Litzkemann-Klausur. Und die Antwort ist, dass eine Rückstellung immer folgendermaßen gebucht wird. Aufwand, ne, sei es sonstiger betrieblicher Aufwand oder welcher Aufwand auch immer, an Rückstellungen. Aufwand an Rückstellungen oder an Rückstellungen. Ich mache es übrigens immer so, dass ich dann Bilanzkonten gelb unterstreiche und Gewinn- und Verlustrechnungskonten grün, um hier ganz klar den Unterschied zu zeigen. Das eine steigert oder senkt den Verlust, das heißt grün wie Gewinn- und Verlustrechnung und gelb wie Bilanz. So, und also muss ich natürlich hier den Aufwand grün unterstreichen, weil die Aufwandsbuchung natürlich eine Gewinn- und Verlustrechnungsbuchung ist. So, hier kam gerade eine Frage rein, und zwar vom Ralf, nämlich, wenn ich den Prozess dann aber gewinne, dann buche ich ihn, dann buche ich das in außergewöhnliche Erträge. Ich würde es in sonstige betriebliche Erträge buchen. Ne? Außergewöhnlich ist zu stark. Ob aber ein sonstiger betrieblicher Ertrag oder ein außergewöhnlicher betrieblicher Ertrag ist fast egal, Hauptsache der Jahresüberschuss steigt. Ne? Tatsächlich hast du nämlich recht, die Sache, die wir am Anfang gemacht hatten, nämlich den Verlust des Prozesses zu fürchten, das war ein Fehler im Nachhinein, und diesen Fehler müssen wir korrigieren durch einen weiteren Fehler. Und Fehler in die eine Richtung und Fehler in die andere Richtung hebt sich auf, ne, sodass das die korrekte Korrekturbuchung wäre, nämlich hier Rückstellung an sonstigen betrieblichen Ertrag oder an welchen Ertrag auch immer. Ganz genau. So sieht es aus. Prima. Gut, das wäre das Programm für heute. Jetzt dürft ihr mich mit Fragen überschütten, die ihr noch habt dazu. Ich werde das Ganze online stellen, also ich werde das Filmchen online stellen zu dem, was wir heute gemacht haben. Ich werde euch den roten Faden auch zuschicken oder ich stelle ihn bei Facebook rein oder beides, je nachdem, muss man mal gucken. Ne? Solltet ihr Interesse haben, also zum einen, ich mache gleich in der Viertelstunde ein Gratis-Webinar zu Mathematik und Statistik, Stichwort Differential, Integralrechnung, yes, schönes Thema. Und dann in noch einer weiteren Stunde das Thema hier Investitionen, Professor Hering, nämlich Investitionen, Finanzierung, Baule Hering, und zwar den Hering-Teil, optimales und simultanes Investitions- und Finanzierungsprogramm. Und genau, bei Interesse an meinen Septemberkursen oder bei Fragen einfach dazu, gerne einfach eine Mail an mich. Ne? Und ja, habt ihr noch weitere Fragen an mich jetzt zunächst? Das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich erstmal fürs Interesse. Ne, wer gleich noch bei anderen Webinaren dabei sein möchte, ich werde auch noch mal eine neue Sitzungsnummer rumschicken. Ich mache also hier drei verschiedene Sitzungen daraus. Das heißt, ihr müsstet noch mal in den Mails dann schauen auf eine neue Sitzungsnummer. Alles klar, prima. Ich bedanke mich fürs Interesse. Ne, ihr wart cool. Wenn wir uns nicht mehr hören sollten, viel Erfolg in der Prüfung. Und ja, ich würde sagen, haut rein. Ne? Bis dann und tschüss.